So, und damit herzlich willkommen zum kleinen Spielbericht. Das Spiel ist Groß Asbach gegen Karlsruhe. Ja, ihr werdet das Video jetzt an einem Mittwoch sehen, also ich werde das an Mittwoch hochladen, also heute. Das ist Mittwoch und dann werde ich es heute hochladen. Einfach, weil ich heute frei habe. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn ich da eh frei habe, lade ich es dann einfach dort hoch, weil da habe ich dann mehr Zeit, da kann ich mehr andere Dinge auch noch machen, die ich erledigen muss. Und ja. Ja gut. Fangen wir erstmal an mit diesem scheiß Elfmeter, der keiner war. Hier. Das heißt, jeder hat es gesehen. Das hätte sogar ein Blinder, der ganz oben auf der Stehtribüne von Groß Asbach steht, hätte das gesehen, dass das kein Elfmeter war. Das war so wenig Elfmeter wie das bei Freiburg. Gut, wobei, da könnte man wenigstens noch Elfmeter geben. Aber hier einfach nichts. Und der Schiedsrichter war die ganze Zeit einfach nur Müll. Weil ich meine, Elfmeter plus danach gelbe Karte, dann noch eine gelbe Karte für Asbach, noch eine gelbe Karte, eine gelb-rote Karte für Groß Asbach. Und was hat Karlsruhe bekommen? Eine gelbe Karte und noch eine zweite und noch eine dritte. Ja, und dann hat Groß Asbach noch eine bekommen. Und dann hat Karlsruhe drei gelbe Karten bekommen. Drei! Für was? Und wir haben diese gelb-rote Karte zu Unrecht bekommen. Zu Unrecht! Wobei, über die kann man sich jetzt wirklich streiten, ob das jetzt zurecht war oder nicht. Aber drei gelbe Karten für Karlsruhe. What the frick? Was geht ab? Die hätten mindestens 4, 5 bekommen sollen. Und den Elfmeter hätten die auch nicht kriegen sollen. Ey, ich glaub es nicht. Und ich meine das jetzt im Ernst. Ich gehe jetzt mal objektiv an das Spiel ran. Wenn ich das als objektiv sehe, oder wenn ich das jetzt objektiv sehe, dann sag ich, Groß Asbach und Freiburg, die sind sich gar nicht mal so unähnlich. Das sage ich als Fan und als Objektivseher, weil, und da haben wir auch schon die beiden Gründe eigentlich, oder den einzigen Grund eigentlich, und zwar, Groß Asbach oder Freiburg macht was Neues in der Liga, die behaupten sich dagegen, die probieren was aus, die testen, die sind wild und die sind nicht so 0815, wie die meisten das sind. Und deswegen gehen die Schiedsrichter voll da rein und voll dagegen. Und Groß Asbach macht es auch in der dritten Liga. Die machen was anderes. Die sind kein abgestiegener Bundesligist, wie zum Beispiel, was weiß ich, Karlsruhe oder Kaiserslautern oder Rostock, die vor ein paar Jahren sogar noch in der Bundesliga gespielt haben. Oder halt auch Cottbus oder Braunschweig. Die sind es einfach nicht. Die wollen einfach was Neues, Junges, Dynamisches machen. Und dann kommen die Schiedsrichter und sagen, hey, nee, ihr dürft es nicht machen. Gut, ein bisschen schießen müssen die sich auch noch trauen. Also, da brauchen die noch ein bisschen Mut. Ich meine, es hätte locker 2-2 stehen können, wenn ein Spieler früher geschossen hätte. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wer das war. Wir können ja mal kurz gucken, wer das war. Ich weiß ja noch, wie der ausgesehen ist. Wir können ja mal gucken, wer das war. Hier, entweder Ozu oder Baku. Einer von den beiden. Ich glaube, es war Baku. Das kann man hier ja auch eigentlich sehen, wer verschossen hat. Ja, Tor in der 71. Minute, das war vorher schon, glaube ich. Nee, da stehen nur verschossene Strafstöße dran. Ja, okay. Es war Ozu oder Baku, einer von beiden war das. Leute, traut euch, schießt früher. Vielleicht hätte der KSC-Torwart den abgewehrt, ja. Aber es wäre wenigstens ein besserer Torversuch gewesen, als das, was danach entstanden ist. Es war ja einfach nur peinlich. Und hier kann man wirklich von Peinlichkeit sprechen. Bei Hoeneß sagen manche auch, der ist peinlich. Der ist nicht peinlich, der ist eine Schande für Deutschland, also für den deutschen Fußball. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, darum will ich jetzt nicht reden. Groß Asbach spielt gut, die haben Zweitliga-Potenzial. Ich habe das gesehen. Ich habe sogar das Spiel gesehen, Groß Asbach gegen Heidenheim, ja. Heidenheim ist jetzt weiter unten in der Tabelle. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Dritter oder Sechster oder sowas. Also, bitte. Und da haben die ein 2-2 rausgehauen. In Groß Asbach. Bitte. Ihr könnt es besser. Als sowas. Beim Unentschieden sage ich auch, oh ja, das und das und das hat mir nicht gefallen. Aber hier sage ich einfach, das war einfach nur die Chancen nicht genutzt.
Noch mehr als sonst. Weil ich meine, gegen Aalen hätten die auch mehr Chancen raushauen können. Gegen Braunschweig hätten die mehr Chancen raushauen können. Alles okay. Aber hier waren deutlich mehr Chancen vorhanden. Gegen Braunschweig und Aalen war wenigstens noch unentschieden. Da kann man das noch verschmerzen, dass die Chancen nicht ganz so genutzt wurden. Aber hier? Also bitte. Wobei, auf der anderen Seite, um das jetzt mal objektiv zu sehen, bin ich froh, dass Karlsruhe gewonnen hat. Ein Unentschieden wäre recht gewesen. Für beide Teams. Das muss man zugeben. Aber dann weiß ich nicht, wie Karlsruhe reagiert hätte. Wahrscheinlich so wie jetzt. Nur, dass sie halt nicht ganz so fröhlich wären und nicht ganz so viel gefeiert hätten. Aber hätte Karlsruhe verloren, sage ich euch gleich, die ganze S-Bahn hätten die auseinandergenommen. Und ich saß in dieser S-Bahn drinne. Ich habe mitgekriegt, wie die jetzt beim Sieg waren. Die haben auch wieder die ganze Zeit gesungen und gefeiert und sowas. Und wenn die verloren hätten, dann hätte ich gucken müssen, wie ich aus dieser S-Bahn wieder rauskomme, heil. Das kann ich euch sagen. Vor allem, ich saß schon weiter hinten und dachte mir so, ja, okay, hinten ist, oder weiter hinten sitzen ist ganz okay. Und dann kamen genau diese Assi-Fans, die auch im Bus mit mir saßen. In diesem Shuttle-Fanbus-Dingsbums da. Genau dieselben Assis. Und der Bus hat schon so nach Bier gerochen. Da ja nicht, weil die S-Bahn ist größer, aber trotzdem. Deswegen, auf der einen Seite, Groß Asbach, also warum habt ihr eure Chancen nicht genutzt? Und auf der anderen Seite, wenn ich das objektiv betrachte, besser so, weil ich wollte noch heil nach Hause kommen. Das ist das Problem. Also, wenn die verloren hätten, die wären so ausgerastet. Da hätte ich mein Groß Asbach-Schal echt einfach wegpacken müssen, meine Jacke zumachen müssen, dass sie mein Trikot nicht sehen und einfach versuchen, mich als Normaler in Backnang aufzuhalten. Wobei das im Fanbus schon kacke war, da hätte ich den zweiten nehmen sollen. Auch so oder so hätte ich das machen müssen. Aber, ja gut, das soll es ja noch erstmal gewesen sein von dem Spiel. Also, das Spiel war jetzt nicht ganz so geil. Chancen echt wenig genutzt, aber, ja. Gibt Schlimmeres, meiner Meinung nach, an dem Wochenende war der Elfmeter für Freiburg schlimmer, muss ich sagen. Weil einfach nicht aufgepasst wurde, wie man es macht. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen, darüber spreche ich ein anderes Mal und ich will jetzt auch nicht meinen freien Tag hier versauen. Hier, halbes Groß Asbach Team hat eine gelbe Karte und eine gelbe rote. Ja, fast das halbe Team, kann man sagen. Über Karlsruhe 1, drei gelbe Karten. Ja, die gewinnen mit 4-4-2-System, Alter. Standardmäßig 4-4-2. Naja, nicht Standard, breites 4-4-2. 4-4-1-1. Also das finde ich... Sorry mal, also das muss ich jetzt kurz noch sagen. Also, breites 4-4-2, okay, da kann man nichts sagen. Upov, den kenne ich doch auch irgendwoher, also nicht von Stuttgart, der war beim VfB und dann ist er zu Karlsruhe gegangen. Wow. Auf jeden Fall, breites 4-4-2 mit zwei Flügelspielern kann man noch einsehen. Das ist okay. Aber 4-4-1-1? What the fuck? Wolltet ihr nicht die gleiche Aufstellung wie die Gegner machen und habt dann deswegen sowas gemacht? Dann macht doch ein kurzes 4-4-2, also ein ganz standardmäßiges 4-4-2 oder sowas. Oder macht gleich 4-1-4-1 oder sowas. Ja, und es war übrigens Baku, der so komisch verschossen hat. Ich sehe es gerade. Also, bei dieser Aufstellung weiß ich auch nicht. Ihr spielt eine Viererkette. Alles normal. Dann spielt ihr eine Vierer-Mittelfeldkette. Alles in Ordnung. Und dann einen Zentraloffensiven? Was wollt ihr damit? Sorry, aber was will man damit erreichen? Also, ich verstehe es nicht. Ich habe die allermöglichsten, in FIFA kannst du ja alle möglichen Aufstellungen testen, also jetzt nicht, ob die jetzt in Real Life gut sind, ob das sich jetzt gut anfühlt mit den Spielern, die da und da spielen zu lassen, das nicht, aber einfach wie es aussehen würde in Real Life und was man damit auch für Situationen hat, man kann das nachvollziehen. Ich kann das auch hier nachvollziehen, wenn ich das hier so sehe, aber diese Formation, sorry, aber ich kann es nicht nachvollziehen, was dieser, also nicht Meiser an sich. Ja, ist ganz okay. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Aber was er im zentral-offensiven Mittelfeld macht, wenn da eh schon eine Viererkette drin ist,
Macht gleich eine Fünferkette, schiebt den gleich noch hier irgendwo dazwischen und macht eine Fünferkette draus. Ja. Aber jetzt soll es das auch wirklich mal gewesen sein für dieses Video, also für dieses ganze Spiel. Ich werde das jetzt gleich alles noch zusammenschneiden und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ihr werdet es Mittwoch sehen, also heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Hey, Leute. Und herzlich willkommen diesmal von der Bahnhaltestelle aus. Ich weiß nicht, man kann es eigentlich schon sehen. Es ist nass. Ich hoffe, in Großaspach hat es nicht auch geregnet. Ich habe euch angekündigt, dass ich heute nach Großaspach fahre. Gegen Karlsruhe. Yeah. Man sieht, es ist nass. Und nass. Es ist der Bereich nicht so super, aber... Ja, und ihr seht... Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Die nächste Bahn, die ich nehmen muss, kommt in 4 Minuten. Einige wissen jetzt vielleicht, wo ich hier gerade hocke. Aber von hier aus ist es einfach am besten. Und dann fahre ich nach Cannstatt runter. Also jetzt sieht mir sowieso keiner aus mit dem Schal. Also wenn da irgendwelche VfB-Fans rumlaufen sollten, ist mir das... sowas von egal. Oh, ja, auf jeden Fall. Fahre ich nach Cannstatt und dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder die S-Bahn oder die Regiobahn zu nehmen. Und ich hoffe mal, dass es wieder die Regiobahn wird, wie die letzten beiden Male. Wäre cool, weil es einfach schneller gehen würde und einfach, weil ich einen Bus vor dem Fernbus nehmen muss. Wegen dem Ticket kaufen. Ich will nicht, dass es so ewig lang dauert. Und deswegen, also ja, 3 Minuten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder, also in Backnang. Und dann sehen wir da, ob es dort geregnet hat. Bis gleich, Leute. Ja. Kurzes Update. Und zwar, falsche Seite vom Gleis. Aber hier ist die einzige Stelle, die so ein bisschen ruhiger ist, wo ich ein bisschen filmen kann. Ich habe original nur wegen 30 Sekunden, weil er diesmal exakt genau kommt und ich es auch nicht wusste, dass es um die Zeit kommt, den Regio verpasst. Da darf ich ca. 10 Minuten warten auf die S-Bahn. Und ja gut, ich bin schon in Cannstatt, aber es ist trotzdem ein bisschen scheiße, weil die ein bisschen länger braucht. Ich hoffe nicht, dass ich bis 12 Uhr brauche oder dass halt der Bus dann rechtzeitig kommt. Warte mal kurz. Jetzt muss ich immer kurz aufstehen, ein bisschen laufen, gerade ausgerechnet jetzt. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt nicht vor, dass das Ewigkeiten dauert. Also ich hoffe mal, dass es von hier aus ein bisschen schneller geht. Weil ich mir normalerweise 2 Stationen gespart habe. Muss ich mal gucken, weil vom Bahnhof aus ist scheiße einzusteigen. Hätte ich auf den Bus Ewigkeiten warten müssen. Da käme dann die Bahn schneller wahrscheinlich. Und dann hätte ich von der Stadtmitte aus einsteigen müssen. Und es ist einfach nicht gut. Ich starte mal kurz die Musik neu. Beziehungsweise kralle ich mir hier ein anderes Lied. So. Werbung. Irgendwie fühle ich mich gerade hier ein bisschen verarscht. Da wo ich denke, gut, es geht, da kommt jetzt gerade niemand. Da sind genau Leute. Ja. Versuche das mal diese eine Bahn hier und die kommt auch noch zu spät. Wir sehen uns dann wirklich jetzt im Backen wieder. Bis gleich also. So. Leute, ich bin jetzt wieder hier und ich habe vergessen, dass es Karlsruhe ist. Ich dachte es, also als Gegner, ich dachte es wäre so. Ja. Nee, da oben steht keiner. Ja.
Ich dachte, es wird eigentlich so ganz normal kurz Asbach spielen. Aber dem ist nicht so. Weil ich habe vergessen, wie Karlsruhe-Fans drauf sind, weil ich dachte so, ja komm, geht mal hin, beziehungsweise ich habe heute nicht mehr dran gedacht, dass Karlsruhe ist. Gestern habe ich noch dran gedacht, aber ich habe einfach, ja, wie gesagt, nicht mehr daran reagiert, weil ich bin ja normalerweise Freiburg-Fan und als Freiburg-Fan hat man wenig mit Karlsruhe zu tun erstmal, auch wenn die sich auch gegenseitig so hassen, aber war eigentlich immer Liga-Unterschied oder fast immer Liga-Unterschied und hier ist so viel Sicherheit, hier fühlt man sich einfach, zum einen mal fühlt man sich sicher, weil so viele Sicherheitsleute da sind, zum anderen mal fühlt man sich mega scheiße, sag ich mal. Weil man immer weiß, die Karlsruhe-Fans, die können immer irgendwie Krawall machen. Und immer irgendwie diesen Drang, dass da irgendwie was passieren kann. Und ich guck mal, dass meine Kamera nicht so viel nass wird. Es regnet schon noch einiges runter. Aber es ist halt, ja, es ist halt doch schon ein bisschen schlimmer, sag ich mal, also ein Aufbessern der Regen zumindest. Im Spiel stehe ich ja da oben, da bin ich unterm Dach, da kann ich euch dann schon was filmen. Aber hier vor dem Spiel, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich filmen kann. Ich guck mal, was hier so eine Wurst oder so kostet. Ich weiß es nämlich nicht auswendig, also dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich mal wieder. Ich habe nämlich heute noch kaum was gegessen, nur ein Brötchen habe ich gegessen, also ja, wie gesagt, bis gleich. Mal kurz wieder da. Ich sagte noch, es wird besser mit dem Regen. Yeah. So viel besser ist es jetzt geworden. Eher im Gegenteil. Also, muss ich sagen, eher ins Negative. Ich stehe jetzt hier unter und ich bleibe jetzt auch erstmal hier. Also, kurz. Ja, kurze Einblendung hier oder kurze Zwischenlinks hier. Also ich sag dann wieder bis gleich zum Spiel, aber ja, also das ist hier echt ein Chaoswetter. Also bis gleich oder nachher zum Spiel. Das ist okay, das sind die Farben der SG. Und wir sind stark, jeder weiß es ganz genau. So bei uns vom Farbenau. Rot und Schwarz, ole, ole. Für unsere Mannschaft, die SG. Und wenn wir wieder jetzt zusammenstehen, wird jeder ziehen. Rot und Schwarz, das ist okay. Ja, Rot und Schwarz, das ist okay. Die Farbe unserer SG, sollen wir noch kurz ausbauen. In Rot und Schwarz, da stehen sie auch schon hier. Die Einlauf-Kids, ich darf ganz herzlich begrüßen die F-Jugendlichen vom TSV Waldmannsweiler. Ihr werdet gleich mit den Mannschaften hier einlaufen und ich wünsche euch natürlich schon viel Spaß. Ja, und Einlauf werden wir unter anderem mit folgender Startelf unserer SG. Die 4, Corbinian Bürger. Die 5, Mannschaftskapitän Julian Leist. Die 6, Sebastian Büsel. Mitte 11, Rudi Baku, unser frisch gebackener Nationalmannschaftsspieler. Die 14, Patrick Hohoba. Mitte 17, Jonas Meiser. Und auch erst dabei, TAC, Timo Röttger. Die 23, Philipp Herrcher. Mitte 25, Kai Gehring. Und die 26, Jamil Tim. Auf der Bank neben Platz, Ersatzhüter Maxi Reule. Es ist dabei Chips Benakai, Maiko Musso, Jorel Getzgeher, Janis Hoffmann und Jeff Dennis Fehr. Und Trainer unseres Gesundheitsbusses, das ist unser Florian Schnorrenberg.
City Rock, unser Michael Faber und unser Janis Kopotrigas. Unsere sportliche Leitung, die wollen nämlich noch jemanden ehren. Da kommt auch schon unser Innenverteidiger, unsere 25-jährige. Herzlichen Glückwunsch, er hat 200 Ligaspiele absolviert. Er ist ein starker Ausnehmer und dafür ein fetter Applaus für unsere 25-jährige.
selbe Thema. So, melde mich wieder zurück. Und zwar, also, der Elfmeter, der keiner war, der zum Glück gehalten wurde. Aber das ist eigentlich mein ganzes Fazit. Und der Rest war vom Schiedsrichter auch nicht gut gemacht. Muss man echt sagen. Der hat einen Scheiß zusammengepfiffen. Einen großen Scheiß. Das ist wie in Freiburg. Freiburg macht was Neues. Die sind neu oder die machen was Außergewöhnliches und schon falsch fühlt sich da dagegen. Und das ist Groß Asbach auch. Die machen was Neues, die machen was Dynamisches, die bringen was rein. Und was sagt uns das? Der Schiedsrichter ist wieder dagegen. Der DFB hat keinen Sinn für irgendwas Neues. Kein nichts mehr. Der spielt dann von 1-0. Unverdient. Mega unverdient. Ja, nicht aus irgendeiner Situation. Irgendwas sieht aus dem Schiedsrichter raus, ja. Aber so mega unverdient und alles. Und ja, also natürlich muss man da auch was dazu sagen und sein Frust rauslassen. Also der Balkon von, also gegen den DFB, der Boykott, der ist ja jetzt zum Glück vorbei in der zweiten Hälfte. Da werden wir jetzt auch kommen. Erstmal, das hier finde ich mega, das ist mega, mega gut. Aber auf jeden Fall, der ist jetzt zum Glück aufgehoben. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen den Karlsruhe zeigen, was wir sind oder wer wir sind und was wir können. Dann werden wir ja richtig als Fans richtig einen Radau machen und alles. Das Stand hier ist mal nicht aufgebaut, okay. Ja, egal. Auf jeden Fall werden wir wirklich den Karlsruhe jetzt zeigen, so, also, was wir können, was wir machen. Und ja, ich werde jetzt erstmal die Messe ist durchgelesen. Wir gehen jetzt nochmal Vollgas in den 52. Ich werde jetzt erstmal sagen, wenn uns dann gleich wieder, beziehungsweise werde ich wieder ein paar Aufnahmen von der zweiten Hälfte zeigen und bis dahin.